Wir brauchen jedenfalls eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer, die abgelehnt wurden. Hört, hört. Frau Merkel ganz rechtsextrem und rechtspopulistisch. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Wer ist denn wir? Und wer ist mit national gemeint? Mit wir und national meint sie sicher den Steuerzahler, der ihren Murks bezahlen darf, den sie angerichtet hat. Wir haben uns mal die Zahlen vom Statistischen Bundesamt angesehen. Ausländische Bevölkerung nach aufenthaltsrechtlichen Status. Und hier nennen wir die Zahlen der Immigration, die ohne Aufenthaltstitel, ohne Duldung oder Gestattung illegal im Land sind. Sie werden staunen. Ende 2005 kam Frau Merkel an die Macht. Am 31.12.2006 hatten wir 445.070 Immigranten ohne Aufenthaltstitel, ohne Duldung oder Gestattung illegal im Land. Und dann machen wir einen Sprung in das Jahr 2013. Da sind es schon 2.157.062. Da hat sich die Zahl fast verfünffacht. 2014 waren es schon mehr als 2,5 Millionen, die ohne Aufenthaltstitel, ohne Duldung oder Gestattung illegal im Land sind. Gesamtsumme stand 31.12.2014 2.531.504. Und am 31.12.2015 waren es 3.132.329. Und wohlgemerkt, wir reden nur von den Leuten, die illegal, also ohne Aufenthaltstitel im Land sind. Das Statistische Bundesamt gibt für den 31.12.2015 eine Gesamtzahl von 9.107.893.000 Ausländer in Deutschland an. Davon waren gerade mal 366.556 Syrer. Laut den Zahlen von Thomas de Maizière, die noch dazukommen, möchte ich Ihnen heute mitteilen, dass im Jahr 2015 890.000 Personen als Schutzsuchende nach Deutschland gekommen sind. Haben wir damit insgesamt mindestens 9.317.893 Ausländer im Land. Das heißt fast 10 Millionen. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Fazit. Unter der Regierung von Angela Merkel hat die Masseneinwanderung massiv zugenommen. Aus 6,5 Millionen wurden fast 10 Millionen. Frau Merkel hatte 10 Jahre Zeit, an diesem Zustand etwas zu ändern. Glauben Sie, sie tut es jetzt? Glauben Sie ihr nicht. Merkel ist eine Opportunistin. Der Wahlkampf für 2017 hat längst angefangen. Merkel muss weg. Und die SPD vom dicken Siggi auch. Lügenpakt! 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 Lügenpakt!